Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pal World. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Unser Pfeilvorrat ist wieder aufgefüllt, die Ausrüstung ist repariert. Ich habe uns den Dreischussbogen gebaut und alle unsere Pals haben sich auch vom Bosskampf erholt. Das heißt, wir gehen jetzt gleich hoch und holen uns ein zweites Chillit und dann geht's nochmal rein in den Turm. Zweite Runde Bosskampf gegen Zoe und Griswold. Gucken wir noch einmal kurz auf unserem Ei hier. Elektro-Ei nochmal eins. Mal sehen, was für ein Pal wir kriegen. Und dann können wir gleich das nächste Ei wieder reintun. Wir kriegen ein Hangyu. Haben wir noch nicht. Eine alte Hinrichtungsmethode bestand darin, einen Schwerverbrecher auf dem Dorfplatz festzubinden und ihm von einem Hangyu das Fleisch von den Knochen fetzen zu lassen. Super, der hört sich sehr sympathisch an. Wir haben einen richtig tollen Pell gerade bekommen. Was schmeißt als nächstes rein? Was ist los? Überfall. Wilderer Spähtrupp. Okay, wir werden erstmal nochmal überfallen. Spiel will ich, dass wir losgehen. Pack nochmal ein Wasserei rein. Das dauert wieder nur 5 Minuten. So, von wo kommen sie? Von der Seite. Alles klar. Was schmeißen wir raus? Wir schmeißen ruhig mal hier unser Bossvieh raus. Chill it. Mach dich bereit. Level 4 haben die jetzt schon. Die steigern auch langsam ihr Level. Die Wellen hier. Immer noch nicht wirklich hoch jetzt. Oh, wir haben ja den Dreischussbogen jetzt. Boah. Wenn sie gleich hier reinkommen, werden sie sowieso wieder von alle unseren Viechern angegriffen. Den nächsten haben wir. Oh, der Dreischussbogen ist jetzt schon gut. Müssen wir gleich noch reparieren. Dann müssen wir auf jeden Fall müssen, also wir holen ja eh erstmal sowieso Chillet und dann nochmal alles reparieren, bevor wir in den Turm reingehen. Zack. Sehr gut. Die haben wir alle nochmal ein paar gratis Palsphären. Nehmen wir mit. Da liegt noch einer. Zack. Okay. Obwohl, warte mal, wir können gleich mit ihm hier nach oben galoppieren. Er ist doch schneller als wir. So, alles klar. Auf geht's. Zweites Chillet. Da kriegen wir auch nochmal antike Bauteile. Und da werden wir dann keinen zweiten Brutkasten bauen. Ich habe was anderes gesehen. Können wir es eigentlich schon lernen? Nee, ne? Oder können wir das lernen? Doch, lernen kann man es schon, ne? Ach nee, können wir nicht. Wir müssen erst, kostet auch schon das Lernen, kostet schon ein Bauteil. Hier, Enterhakenpistole. Das hört sich richtig cool an. Wenn man die mit dem Gleiter irgendwie gut benutzen kann, wenn man irgendwie vom Gleiter aus dann diese Pistole abfeuern kann oder so, dann das kann ich mir, stelle ich mir richtig cool vor. Die bauen wir auf jeden Fall. So, jetzt aber erstmal hier rauf und gucken, ob er da ist. Das war doch hier oben, ne? Ja, da ist nochmal eins. Okay, sehr cool. Absteigen. Du kommst her. Wir fangen jetzt mal wieder mit unserem Flammenwerferfuchs an, weil das hat echt gut funktioniert. Können wir nur einen kurzen Moment, wenn das unten abgelaufen ist, dann dauert es eine ganze Weile, bis der wieder aufgeladen ist, aber das macht schon ordentlich Schaden. Wir fangen erstmal damit an, vor allem hat der mittlerweile auch noch ein paar mehr Level. Ah, mit dem erwischt er mich, ich wusste es. Okay, wir haben ihn aber auch gleich schon. Flammenwerfer ist aber auch gleich schon abgelaufen, unser Flammenwerferfuchs. Okay, reicht. Weg damit. Schmeiß den Fuchs weg. Einsammeln, bevor er nochmal schießt. Und Sphäre drauf. Mal gucken mit erhöhtem Fanggeschick. Kommt nochmal raus. Und schießt sogar nochmal aus der Sphäre. Komm schon, sieht gut aus. Ja, Leute, wir haben nochmal einen. Drei antike Bauteile. Okay, das gibt nicht immer gleich viel. Diesmal haben wir drei bekommen. Steht da hinten eine Truhe? Ja, da steht eine Truhe. Cool, die holen wir uns auch gleich. Aber sehr schön, wir haben die nochmal ein zweites Mal. Mal sehen, welche Astros können wir jetzt nicht sehen, ne? Müssen wir gleich in unserer Palbox gucken, welche Eigenschaften der hat. So, Kiste nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Ja, cool, nochmal eine Megasphäre. Super, weil davon haben wir nicht so viele, ne? 6 Stück jetzt. Ich würde auch sagen, bei Griswold machen wir das... Halt, das war der falsche. Machen wir das so. Das war... Wenn wir den weit genug runtergeschossen haben, das war erstmal einen Schwung normale Sphären draufwerfen. Weil desto öfter man den bewirft, desto höher steigt, ist die Fangchance. Das war nicht unsere, gleich unsere Megasphären verbrauchen. Wir werfen erstmal ein paar normale Sphären drauf. 5, 6, 7 Stück. Und dann fangen wir an, wenn das wird auf jeden Fall nicht reichen, sage ich, mit normalen Sphären. Da können wir ruhig 5, 6 Stück draufwerfen oder mehr. Wir haben ja auch genug. Und wenn das nicht reicht, oder beziehungsweise wenn wir die draufgeworfen haben, so ein paar, dann schmeißen wir erst ab dann die Megasphären. So ist der Plan. So, okay. Jetzt haben wir den. Das heißt, nochmal einmal alles reparieren. Pfeile haben wir auf jeden Fall immer noch genug.
Wir haben ja dann noch zwei Bögen dabei. Ne? Einmal die normalen, den haben wir ja trotzdem dabei, und den Dreischussbogen. Das heißt, wenn der Dreischussbogen kaputt geht, können wir dann trotzdem nochmal auf den normalen wechseln, dass wir noch einen Bogen haben, der noch vollen Schaden macht. Halt, hier wollte ich gar nicht ran. Hier müssen wir hin. So, gleich nochmal einmal alles. Oh, wir haben keinen Stoff mehr, aber wir können mit Sicherheit Stoff herstellen. Ja, wir können mit Sicherheit Stoff herstellen. Na komm, wir stellen mal ruhig alles her. Wir müssen ja nicht alles gleich fertig machen. Wir können ja erstmal ein bisschen was herstellen. Zack, und den Rest machen dann unsere Perls fertig. So, reparieren. Reparieren. Bogen auf jeden Fall reparieren. So. Okay, was schmeißen wir hier rein? Hier kommt auf jeden Fall der Stoff rein. Was fehlt denn da oben jetzt? So, ich habe auch mal ein bisschen Holzkohle hergestellt. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber ich habe es schon mal hergestellt. So, Leder da rein. Das kommt hier rein. Hier drüben haben wir seltener Pelz und die Palseele. Hier hinten habe ich die ganze Munition reingeschmissen. Die Tierchen schmeißen doch immer das Holz hier. Alles, was sie abbauen, schmeißen sie da rein. Aber ist ja egal, es wird ja beim Bauen sowieso aus allen Truhen rausgezogen, aus allen Truhen gepult. So, und hier drin packen wir mal die antiken Bauteile rein. So, hier haben sie auch schon wieder Holz reingeschmissen. Da müssen wir auch mal gucken, was die kostet. Aber ich glaube, die kostet auch schon Metall. Jetzt aber nicht. Guck mal, was macht das Ei? Das müsste eigentlich fertig sein. Das hat schon wieder 5 Minuten gedauert. Ja, sehr schön. Komm her. Noch ein Wasserei. Mal gucken. Serpent. Oh, das ist was ganz Neues. Genau wie der Rochen letztes Mal. Stämmiger Wuchs. Oh, einer mit einem richtig guten Bonus. Der stromlinienförmige Körper dieses Perls ist bestens. Müssen wir gleich mal gucken im Paldex. Der sah cool aus. Da ist der Rochen. Ach ja, hier ist der noch. Den haben wir uns auch noch nicht angeschaut. Stimmt, habe ich gar nicht rausgeworfen, ne? Nur durchgelesen, die Beschreibung. Aber dann kam ja auch der Angriff. Dann kam ja auch der Angriff. Hat mich schon wieder abgelenkt, Leute. So, du bist das nicht. Du bist das. Der stromlinienförmige Körper dieses Perls ist bestens für Aktivitäten im Wasser geeignet, weshalb sie oft von Wilderern gefangen und anstelle von Surfbrettern benutzt werden. Ein stachliges Surfbrett. Der sieht ja mal cool aus, Leute. Okay, ich will mir den anderen auch noch angucken. Und wir packen das nächste Ei rein. Ich sehe schon wieder die nächste XL-Folge auf uns zukommen, ihr Lieben. So, wir nehmen nochmal so ein normales Ei. Es gibt auch immer so viel zu tun aber in dem Spiel. Man kann einfach so viel machen. Und alles macht Spaß. So, das dauert wieder knapp 7 Minuten. Ach ja, und den habe ich auch mal wieder rausgetan, damit der am Lager arbeiten kann. Die sind auch so gut, Leute. Und übrigens mal, wir haben ja mehrere davon. Ich habe jetzt auch getestet, wie es ist, wenn man mehrere davon in dem Team hat und dieses Heizband. Dann sind die alle gleichzeitig draußen tatsächlich. Man kann die alle auf einmal rumfliegen lassen. Ist auch nicht schlecht. So, das ist alles das. Wir wollten uns die Perls angucken. Und dann gehen wir los. So, wo ist... Hier, pass mal auf. Du kommst kurz mal raus und du kommst kurz mal raus. Und dann... Guck mal, hier, der war neu. Und nee, der nicht. Der hier. So, zeig ich mal her. Erstmal den hier. Okay. Bleib mal hier. Sieht auch ganz witzig aus. Aber würde ich jetzt nicht zu meinen Favoriten... Was ist da schon wieder los? Wilderer. Mit was legen die sich an? Das sind aber hohe Schadenszahlen. Kämpfen gegen die ganzen Gemüseziegen. Wir mischen uns ein. Ich glaube, hier aus sind die Ziege getroffen. Zack. Gibt nochmal ein paar Palsphären. Bisschen Munition und auch nochmal ein bisschen Gold. Achso, ihr habt auch geschrieben, übrigens, es gibt in dem Dorf, wo wir waren, wohl auch einen Händler für Perls. Den habe ich aber nicht gesehen. Wir waren ja nur bei dem einen, der da so... Ja, verschiedene Sachen halt verkauft hat, so wie die Medikamente, ne, aber auch irgendwie verschiedene Skins oder Klamotten. Aber es gibt auch einen, der Perls kauft und verkauft halt. Jetzt mal, wenn wir den letzten erwischt haben, geht die Ziege auf uns los, oder? Nee. Alles klar, die haben wir einmal. So, jetzt gucken wir uns den nochmal richtig an hier. Halt, nee, nicht durchschalten, du sollst ihn rauswerfen. Bleib mal hier, ich will dich mal von vorne sehen. Leider aber fiese Augen, ey. Sieht ganz lustig aus. Wir gucken, was er kann. Was kannst du? Handwerk 1, sammeln. Transport 2 kann er. Ist nicht schlecht. Okay, und jetzt der hier. Was kann der? Der kann Bewässerung Level 2 und hat eine ganze Menge Hunger. Der futtert viel. Aber vor allem hier eine Verteidigung plus 20. Sehr cool. Ja. Oh, den würde ich ja gerne direkt mal zum Bosskampf mitnehmen, aber der ist noch zu niedrig vom Level mit Level 6. Der hält nicht genug aus. Oh, wir haben Hunger. Ist mal was. Hier unsere Pelz auch gleich mal alle durchfüttern.
Der ist schön, Leute. Der ist mal richtig schön. Der ist dafür richtig gut. Oh, wir haben Level Up. Hol ich nochmal einen auf Ausdauer. Weil Lebensenergie war auch beim Bosskampf nicht das Problem. Eher dann doch die Ausdauer, dass wir nicht genug Ausweichrollen machen konnten nacheinander. So, komm mal her. Alles klar, los geht's. Wir packen die zurück in die Pellbox, nehmen auf jeden Fall den Feuerfuchs wieder mit raus. Das war ganz okay. Vielleicht könnten wir davon auch mehrere mitnehmen. Dann können wir den Flammenwerfer trotzdem zweimal nacheinander schnell einsetzen. Habe ich schon überlegt, wäre auch eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken. So, jetzt auf jeden Fall einen nehmen wir mit. Ne? Unseren besten hier. Wo ist er hin? Ne? Müssen wir nochmal sortieren. Der muss eigentlich hier vorne irgendwo sein. Da ist er doch. Irgendwo einer von denen ist es. Der es ist. So, der war richtig stark. Der war eigentlich auch stark. Der hat Sturz und Luftkanone. Ich glaube, der ist auch richtig stark. Der Adler. Wir nehmen auf jeden Fall den hier mit. Außer mit der Isolierung. Und ich glaube, die mit Isolierung, die halten mehr aus. Gegen den mit den Stromschlägen. So, und was nehmen wir noch mit? Nochmal unseren Feuerziegenbock. Oder den zweiten. Der hat mutig. Und ist auch schon Level 11. Wir nehmen den. Oder nehmen wir so einen Hirsch mit hier. Hornschleuder Powerschuss. Der war auch ziemlich stark. Er hat auch über 200 Schaden gemacht am Boss hier. Das ist unsere Maulwurfshase. Der war gar nicht so gut. Und der ist nur so schnell gestorben, weil wir drauf gesessen haben. Sonst hätte der besser ausweichen können. Beziehungsweise mehr schießen können. Und das Vieh hätte sich auf uns konzentriert. Wir nehmen den mit. So. Jetzt geht's los. Drei Schussbogen haben wir. Ab nach oben. Ach, warte mal, wir können doch. Mach's mal viel einfacher. Kommen wir nochmal her hier. Wir können doch sogar direkt da vor die Tür reisen mit der Schnellreise. Zeig mal her. Ja, wir können doch direkt hier. Der ist es doch. Turm des. Wir springen direkt da hin. Dann sind wir schon direkt vor der Tür. Alles klar. Ab geht's. Treppe rauf. Ich hoffe, das klappt, Leute. Ich hoffe vor allem, dass es klappt, dass wir den fangen können. Wie gesagt, wir werfen erstmal ein paar normale Bälle drauf. Wenn wir den soweit schaffen, runterzuschießen, das müsste klappen mit dem Dreischussbogen. Und dann mit den Megasphären. So, alles klar. Am Bosskampf teilnehmen, auf jeden Fall. Los geht's. Wir haben nichts vergessen jetzt, ne? Ich hab das Gefühl, ich hab was vergessen. Ne, wir haben alles dabei. Ich habe nichts vergessen. Alles repariert. Dreischussbogen ist da. Der normale Bogen ist dabei. Alle Pads sind dabei. Okay, Leute, wir überspringen das diesmal mit der Sequenz. Und los geht's. Wir schmeißen erstmal unseren ersten Chili sofort raus. Zweimal, dreimal springt sie. Und der dritte erwischt uns natürlich. Vielleicht soll die aber auch treffen, das wäre gut. Ja, eingefroren. Kommt da wieder näher ran. Weg. Hat unser Vieh erwischt damit. Warum schießt es nicht? Es rennt einfach nur hinter ihm her. Es soll angreifen. Jetzt greift es an. Oder es kämpft anders. Das ist der andere Chili. Jetzt schießt er doch auch. Aber irgendwie hat er auch so... Der ist nah rangegangen gerade mit seinem komischen Giftangriff und dem lilanen. Da wieder. Der schubst es dann irgendwie weg. Oh, der war heftig. Läuft aber schon viel besser als beim letzten Mal, Leute. Wir haben sie jetzt schon weiter runtergeschossen. Da, 212 Schaden mit dem lilanen Schuss. Der war auch wieder gut und nochmal eingefroren. Oh, das läuft gut, Leute. Diesmal läuft es viel besser. Wie er sie aber auch wegschiebt. Er lässt sie gar nicht an uns ran. Das ist ja richtig gut, aber der kämpft auf jeden Fall anders als unser anderes Chillet. Der hier, der zweite, zeigt da hinten fest. Komm, wir rufen ihn her. Setzen ihn jetzt wieder hier vorne hin. Das hätten wir letztes Mal auch schon machen sollen. Die Viecher auch mal ein bisschen wegziehen von den Angriffen, die der macht. Oh! So. Oh, so cool. Wenn wir den haben, können wir den hoffentlich dann auch reiten. Aber wenn sie drauf sitzen, werden wir das auch können. Wahrscheinlich können wir den Sattel noch nicht bauen. Okay, unser erstes Chillet ist gleich hin. Wir schmeißen den zweiten raus. Okay, wir sind bei 8 Minuten. Oh, Vorsicht, 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 häng fest an der Säule.
Ja, nochmal eingefroren. Können unser eigenes Vieh nicht treffen, ne? Guck mal, der kämpft wirklich anders. Der schubst sie nicht durch die Gegend. Der macht das anders. Friss sie nochmal ein. Aufpassen. Weg, 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 weg. Alles klar. Wieder raus. Das macht so Laune, Leute. Schade, dass ich ihn nicht jedes Mal einfrieren kann. Okay, wir lassen ihn noch ein bisschen kämpfen, dann holen wir den Flammenwerfer-Fuchs. Jetzt. Wenn sie gerade eingefroren ist, können wir den in Ruhe in der Hand nehmen. Hier, ja, alles klar. Er macht nicht so viel Schaden, aber ist trotzdem ganz okay, weil vor allem die brennt noch ein bisschen länger danach. Macht noch ein bisschen Feuerschaden über Zeit irgendwie. So, gleich ist der Flammenwerfer aufgebraucht. Hängt schon wieder an der Säule fest. Okay. Aber sieht gut aus. Wir haben sie schon weiter als die Hälfte runter und wir haben noch über die Hälfte Zeit. Oh. Fuak, mach was. Der war auch stark letztes Mal. Der hat auch vor allem viel ausgehalten. Von dem, was sie draufgeschossen hat. Er hat nicht so viel Schaden genommen. Hat aber viel Schaden gemacht. Macht er auch schon wieder. Oh, was ist das? Der hat uns einen Suchschuss abgefeuert. Den kenne ich gar nicht vom letzten Mal. Der muss neu sein. Vielleicht, weil sie schon so wenig Lebensenergie hat. Obwohl, wir hatten letztes Mal auch schon noch weiter runtergeschossen. Jetzt kommt sie wieder näher ran. Wir haben schon ein bisschen Schaden genommen. Ein bisschen aufpassen. Okay, jetzt konzentriert sich wieder auf ihn. Das ist gut. Unser Schild ist noch nicht wieder da. Nee, ist er noch nicht. Oh, weg. Sehr gut. Fuak ist umgefallen. Und den haben wir noch gar nicht rausgeprobiert. Teste den mal an. Versteckt sich da in der Ecke. Schieß. Er hat sich auf jeden Fall mit 350 Schaden getroffen, auch wenn er mehr vorbeigeflogen ist mit dem Rest. Aber trotzdem war das nicht gut getroffen. Aber ich konnte nicht. Ich kann nicht ausweichen. Warum nicht? Springt nicht. Er springt nicht. Jetzt endlich. Oh. Jetzt wieder. Ist gerade nicht gesprungen. Ah, jetzt geht's wieder. Weg, 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 weg. Schießvogel, mach irgendwas. Ja, nochmal über 300 Schaden. Okay, das sieht aber gut aus. Wir haben noch richtig viel Zeit eigentlich, würde ich sagen. Da ist diese komische Suchkugel. Wie weit verfolgt die uns? Okay, ist weg. Da hätte ich den Vogel jetzt einsammeln können, ne, bei dem Schuss. Da müssen wir unsere Perls wegnehmen, wenn sie den macht. Deckung, Deckung, Deckung. Und den sammeln wir auch ein. Komm her. Fuchs doch mal raus. Kann der Flammenwerfer schon wieder? Ja, kann er. Komm her. Alles klar, wir haben noch 4,5 Minuten. Jetzt macht sie wieder den Dreifachen. Hat uns wieder erwischt. Ne, das ganze Schild ist wieder durch. Okay, Leute, wir kriegen die aber. Also wir kriegen sie auf jeden Fall besiegt. Ob wir einen gefangen kriegen, ist die nächste Frage. Hat noch über 2000 Lebenspunkte. Oh, weg. Den nochmal raus. Oh, 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 mitten rein. Ja, der schubst sie wieder weg. Das ist wieder der andere. Sehr cool. Schubst sie durch die Gegend. Das gefällt mir. 900 Lebenspunkte. Dö, 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 dö. 400 Lebenspunkte. Nein, wir haben sie umgeschossen. Oh, warum auf einmal so viel Schaden? Nein. Nein. Chillet. Guckt so unschuldig. Du hast sie umgeschossen, Chillet. Oder waren wir es? Ich glaube, es war Chillet. Egal, Leute. Egal. Gewonnen. 5 Antikpunkte. Sehr cool. Jetzt haben wir richtig viel. Jetzt können wir auf jeden Fall diese Enterhakenpistole bauen und vielleicht sogar doch noch einen Brutkasten. Und wir haben jetzt hier oben auch mal einen Schnellreisepunkt. Können wir mal ein bisschen die Aussicht genießen. Und guck mal, da haben wir wieder ein Wildererlager. Was haben die gefangen? Die haben irgendwas gefangen. Da fliegen wir sofort hin. Ah, schade. Überhaupt mit gekämpft. Wer kämpft da? Da sind auch schon wieder Wilderer. Ne? Wir fliegen da rüber jetzt und holen uns das nächste Tierchen aus dem Käfig. Den nächsten neuen Perl. Oh, schade. Schade, aber es war ein super Kampf. Das lief richtig gut. Schaffen wir auf jeden Fall nochmal. Wie viel... Oh, guck mal, der hält auch länger durch, der Bogen.
Können wir ja nochmal machen. Nicht jetzt sofort nacheinander. Wahrscheinlich gibt es auch ein Zeitlimit, wie oft man die nacheinander machen kann. Da sitzt irgendwas Neues im Käfig. Ein neuer Perl, auch den wir nicht kennen. Oh, wie cool. Alles klar, holen wir uns den. Zack. Der Dreischussbogen ist super. Richtig gut. Können wir mal gucken, vielleicht können wir doch auch die Armbrust bauen noch. Was bist du? Tukan-Vogeltier. Der sieht ja auch... Guck mal, wie... Sehr schön. Der hat den richtigen Blick drauf. Den müssen wir auf jeden Fall rausholen. Der sieht sehr cool aus. Zack. Den haben wir auch. Da steht irgendwie noch einer rum. Sieht aus, als wenn er gerade am Pinkeln ist. Pinkelst du da gerade hin in dein eigenes Lager? Zack. Erwischt. Von hinten erschossen beim Pinkeln. So, wir retten dich. Perl befreien. Oh Mann. Ich hätte so gerne den Griswold aber auch gehabt. Den Riesen-Pikachu. Anabolika-Pikachu. Wir holen den doch, Leute. Den kriegen wir noch. Ich finde es sehr cool, dass die beiden Chilets irgendwie unterschiedlich kämpfen. Das ist der, den wir die ganze Zeit schon hatten. Und das ist der neue. Der ist auch schon Level 14. So, okay. Kurz zurück nach Hause. Gucken, was wir da jetzt befreit haben. Und dann nehmen wir uns... Achso, haben wir noch gar keinen Sattel. Den müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir uns den Hirsch, wollte ich sagen, und gehen mal in dieses Gebiet hier oben. Da waren wir. Was ist das? Oh, das ist so ein Karten... Hier, das ist so wie Chilet. Chilet, so ein Kartenboss. Da ist in der Nähe auch ein Dings. Ich will aber hier das Gebiet mehr erkunden. Da wird zwar schon viel angezeigt, aber da waren wir noch gar nicht. Wir waren hier in der Nähe von einer verlassenen Kirche. Aber er deckt auch die Karte. Wir waren auch hier noch nicht so weit. Aber er deckt die Karte auch irgendwie ziemlich weit auf. Finde ich aber gar nicht schlecht. Da kann man schon mal ein bisschen gucken, weil hier hinten waren wir auch nicht so weit. Wir waren hier oben und er hat trotzdem schon diesen ganzen Bereich mit aufgedeckt. Okay, wir gehen... Ich will hier irgendwo hin, weil ich will... Da will ich irgendwann hinziehen in das Gebiet. Weil wir werden den Platz hier, wo wir sind, auf jeden Fall verlassen. Das ist zu... Ja, die Größe ändert sich ja nicht. Wir müssen ja trotzdem an den Radius von der Box halten. Aber ich will einen Platz haben, wo wirklich der ganze Radius von der Box auch komplett ebenerdig ist. Und wo wir alles bebauen können. Und diesen roten Wald, das Stück, wo wir durchgelaufen sind, fand ich halt wunderschön. Mit diesen roten Laubbäumen und auch dem roten Laub am Boden. Da will ich unbedingt hin. Da müssen wir uns irgendwo einen Platz suchen, wo wir dann hinziehen können. Ich weiß nur noch nicht genau, wie es geht. Weil ich glaube, die Perlbox, wenn wir die abreißen, habe ich die Sorge, dass wir alle Perls verlieren. Da ist der neue. Toko Toko heißt er. Mehr Muskeln als Verstand. Oh, auch eine gute Eigenschaft. Also jetzt hier im Spiel, ne? So, was kann er denn? Luftkanone und Selbstzerstörung. Wo sind die? Achso, müssen wir ins Paldex wieder gucken für die Beschreibung, ne? Paldex. Oh, was ist denn das für einer? Oh, wie cool. Den kennen wir schon, das ist der Tombat. Und der. Wir sind schon an voll vielen vorbeigelaufen. Und da ist er hier. Griswold. Ich darf nicht mehr ins Paldex gucken. Ich scroll schnell nach oben. Bis ich was Gelbes leuchten sehe. Dann weiß ich, den haben wir wirklich schon gesehen. Die zeigen einem zu viele Perls an, die in der Nähe rumlaufen. Dann ist man schon, dann gibt es gar keine Überraschung mehr, wenn man die hier mal schon beim Vorbeiscrollen sieht. Ein gewöhnlicher Perl, der explosive Eier legt. Für gewöhnlich verschießt Toko Toko diese aus seinem Hintern. Oh Mann, wie gut. Den kann man wahrscheinlich auch in der Hand nehmen dann, ne? Kann sich als letzten Ausweg aber auch selbst in die Luft jagen. Sammeln kann er. Und sieht mal richtig schön aus. Richtig schön bescheuert. Herrliches Tierchen. Gefällt mir. Ich glaube, den nehmen wir erstmal mit. Da kann der leveln. Du musst eh raus. Wir nehmen den mit auf unsere Reisen. Dann kann der ein bisschen mitleveln. So, Chilet bleibt dann aber hier. Und wir nehmen einen Hirsch mit. Lassen den Adler mal hier. Und nehmen... Ja, nehmen wir unsere Feuerziege mit. Nee, wir nehmen den noch mit. Der kann noch ein bisschen leveln. Sehr cool. Okay, so machen wir das. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch herstellen können an Sachen. An Tierzubehör, was wir noch lernen müssen. So, reparieren. Reparieren. Fasern. Wir haben keine Fasern. Wie kann das sein? Jetzt weiß ich ja, was hier die ganze Zeit, was hier fehlt. Wir haben keine Fasern mehr tatsächlich. Okay. Wir können ja welche herstellen. Oh, hier sind auch noch Dings drin, ne? Palliumbruchstücke. Oh, wir haben so viel Holz. Wir schmeißen das erstmal an für eine Woche hier, das Rad. Hat unser Drache Dings...
Wasserstufe 2 oder hat der Bewässern? Der hatte Bewässern, ne? Oder? Der hat Bewässerung 2. Warte mal, Fanti. Das kann mal unser Drache machen. Der kann das schneller als du. Ja, guck mal, es geht viel schneller bei ihm. Cool. So, wir brauchen ja nicht so viele. Wir nehmen erstmal raus, was wir brauchen, um zu reparieren. Und dann lassen wir das so laufen, während wir losgehen. Halt, falsche Werkbank. Hier wollen wir ran. So, reparieren. Schild reparieren. Sehr schön. Was ist das hier drin? Ah, wir können Schießpulver jetzt herstellen. Ach, mit der Holzkohle. Oh, wie gut. Was ist das? Eine Toko-Toko-Feder. Oh, wie cool. Wir haben nicht mehr genug Platz in unserer Kiste für Sachen, die wir von Pals kriegen. Hier passt keine Toko-Toko-Feder mehr rein. Dann schmeißen wir die erstmal hier hinten rein. So. Kurz ein bisschen Ordnung, dann gehen wir los. Das hier rein. Den Bogen lassen wir gleich mal hier. Das kann hier bleiben. Wir haben auch einmal Schießpulver bekommen vom Toko-Toko. Cool. So, Bogen schmeißen wir drin rein. Haben wir nicht schon wieder ein Dings fertig? Ja, das nächste Ei ist fertig. Der bleibt erstmal hier. Ei raus. Und wir haben die antiken Bauteile, ne? Moment. Wir haben antike Punkte, nicht Bauteile. Wir können jetzt hier wieder was freischalten. Ah! Es gibt einmal antike Punkte und es gibt antike Bauteile. So geht das. Wie viele antike Punkte haben wir denn jetzt? 5 haben wir bekommen, ne? Dann lernen wir das hier auch. Kann man mitnehmen. Ah, wie cool. Dann braucht man nicht mehr selber futtern. Oder immer dran denken, dass wir was essen müssen. Das ist ja cool. So, und das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Enterhaken. Brauchen wir auch Fasern. Gut, dass es gerade läuft mit den Fasern. So, und dann... Komm, wir lernen jetzt auch mal das hier. Wir haben genug Punkte hier. Dann lernen wir das. Dann hier den Sattel. Oh, guck mal, das ist der erste Sattel, der Metall braucht. Lernen wir auf jeden Fall. Kühlbox, die brauchen wir für die Lagererweiterung. Die lernen wir. Wandfackel, warum nicht? Oh, guck mal hier. Weizenfelder gibt es auch noch. Und eine Mühle, das wird ja immer besser. Hat ja wirklich was von Aufbaustrategie langsam hier. Oh, ein Megaschild. Der braucht antikes Bauteil, alles klar. Fellrüstung lernen wir auch gleich nochmal. Eisentruhe, Holzschutzwand. Oh, warte mal, wir hatten irgendwo... Wir können den Azog-Sattel lernen. Efeu-Set gibt's auch noch. Oh, das ist cool. Wir müssen auf jeden Fall dann umziehen, demnächst mal, damit wir was Richtiges aufbauen können. Ich würde sagen, wir hatten noch irgendwo ein Holztor gehabt. Für den gibt's auch einen Sattel. Für den Wasserdrachen. Der kostet nur ein bisschen Palsaft, Palium. Guck mal, den können wir gleich bauen auch. Und der kostet noch Fasern. Die werden ja gerade noch hergestellt. Cool, dass man den auch reiten kann. Der ist schon Level 8 vom Arbeiten hier. Und hat schon richtig viel Fasern hergestellt in der kurzen Zeit jetzt. Wie cool. So, schmeiß rein. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Der hat gleich die ganzen Fasern geschafft in der Zeit hier. Nächstes Ei. Es gibt schon wieder, Leute, ich sehe wieder XXL-Folge, es gibt schon wieder so viel zu machen. Wir haben ein Melpaka mit Oberbergmann ausgebrütet. Oberbergmann Melpaka. Wissen wir Bescheid? Achso, ich habe das Ei ja schon genommen zum Ausbrüten. Knistern ist es jetzt nochmal dran. Zack, Ei rein. So, okay. Haben wir was gegessen? Ist was? Alle Tierchen einmal durchfüttern. Sehr schön. So. Sattel. Ne, Chilet brauchen wir nicht. Den haben wir. Hier, da ist der. Ja. Bauen. Boah, der dauert lange. Hier kommt, der kommt uns helfen. Sehr cool. Dann sehen wir ihn auch wenigstens mal wieder. Das ist eins der schönsten Perls auch. Der ist richtig gut geworden. Da passt alles zusammen. Die Farben, das ganze Design mit den kleinen Hörnchen, wie die Augen sind und auch dieser kleine einzeln vorstehende Zahn. Einfach gut. Oh, geht doch einigermaßen schnell, der Sattel. Und dann noch den für den Hirsch. Jetzt mal, der dauert ein bisschen länger. Der erste Sattel mit Metall, richtig. Das ist bestimmt ein richtig gutes Reittier auch, der Hirsch. Mit dem gehen wir dann los. Zack, vielen Dank. Warte, bleib gleich nochmal hier. Wir haben noch was anderes zu tun. Wo ist er jetzt? Da, ne? Kostet 10 Metallbarren, Leute. Herstellen. Er kommt schon wieder zurück. Nein, er weiß, er kann sich nicht entscheiden, doch er kommt zurück. So, unser Drache da hinten ist fertig.
Oh cool, mit dem kann man bestimmt dann auch im Wasser gut rumschwimmen. Ob es auch noch mehr Wassertiere gibt dann? Oh, der dauert aber richtig lange. Und irgendwie können in der Werkbank immer nur maximal zwei arbeiten. Also maximal ich, also wir und ein Perl halt. Mehr geht irgendwie nicht. Beim Bauen können sie alle mithelfen, aber an der Werkbank komischerweise nicht. Finde ich ein bisschen schade, dass hier nicht noch mehr an einer Werkbank gleichzeitig arbeiten können. Der ist echt richtig schön, ne? Dieser Serpent. Nein, bleib hier! Oh, guck mal, unser Hirsch nimmt ein Bad. Ich habe einen von den Hirschen hier zum Arbeiten reingetan, weil der ist Holzfäller Stufe 2 und der holt richtig viel Holz, wenn der da loslegt. Das geht ordentlich schnell. Da kann man ratzfatz 120 oder mehr Holz da wegholen. So, jetzt hilft uns ein anderer. Sehr schön, vielen Dank. Der sieht auch gut aus. Die sehen alle gut aus. Nein! Muss er auch schon wieder weg. Die ja loshüpft, ist aber super. Jetzt holen sie alle wieder die Ernte. Wo ist eigentlich unser Dings? Achso, den habe ich ja rausgenommen. Dafür ist ja jetzt der andere da. Unser Hoodie Dragon. Unser Puzzle Bubble Dragon. Den habe ich ja rausgetan. Für die fliegende Wolke. Weil der kann das gleiche wie der andere, wie der Puzzle Bubble Dragon. So, Hirschsattel, endlich. Auf dem letzten Stück hilfst du noch ein bisschen mit, vielen Dank. Der Hirschsattel ist gleich fertig. Sehr cool, Dankeschön. So, komm mal her. Hirsch raus. Und drauf auf den Hirsch. Oh ja, der ist auch eine ganze Ecke größer wirkt als das Lama. Sehr cool. Wo lang gehen wir? Wir gehen einfach mal in die Richtung. Weil gerade oben rüber ging es ja Richtung von diesem roten Wald. Konnte man den von hier schon sehen. Nuschel. Ihr wisst Bescheid, Leute, wenn ich aufgeregt bin. Was ist das da oben? Waren wir da auch schon? Wir können uns ja hin teleportieren. Ja, wie gut. Können ja erstmal schon mal hinspringen zu dieser verlassenen Kirche. Da waren wir doch schon. Hier. Zack, einmal rein in das Gebiet. Hirsch wieder raus. Aber hier ist es so schön, ne? Und diese eine Stelle sieht auf der Karte auch aus, als wenn es da einigermaßen ebenerdig wäre. Was bist du? Fixi! Kennen wir nicht. Das kann der Hirsch, Powerschuss und Hornschleuder. Machen wir Powerschuss. Oh, der haut ihn ja gleich um. Fang ein. Das sieht aus wie so ein richtiger kleiner Fuchs, ne? Fixi? Foxy? Wie heißt der? Fixi, ne? Wir haben einen Fixi. Das Darling von ganz Palapagos. Wer Fixi Pi sagt, macht sich ganz schnell die ganze Welt zum Feind. Oh, wie cool. Oh, was bist du denn? Oh, Wahnsinn. Oh, wie cool. Müssen wir sowas von haben. Powerschuss. Okay, gegen den macht er mal gar nichts, der Powerschuss. Und, oh, alles klar. Hornschleuder ist losstürmen. Den haben wir ja gar nicht wehgetan mit unserem Schuss. Oh, wow. Gar kein Schaden. Gar kein Schaden. Der haut uns dafür richtig auseinander. Der ist auch Level 17. Oh, falscher Knopf. Ich wollte nicht vorstellen. Okay. Vielleicht sollten wir mit dem Umzug noch warten, hierher umzuziehen. Da haben wir Wildschweine. Die sind dafür ganz niedrig vom Level. Wollen aber trotzdem auf uns los. Oh, aua. Powerschuss. Hat der das Wildschwein gestoppt? Das Vieh kommt noch angeflitzt. Boah. Okay, wir machen aber doch ein bisschen Schaden. Vielleicht schaffen wir es. Aber der Hirsch macht gar keinen. So gut wie gar... Oh doch, oh doch, oh doch. Der hat besser gesessen. Au, Mist. Macht das noch Schaden? Oder was macht das jetzt? Ja, das macht Schaden über Zeit. Wie lange hält's? Okay, ist weg. Alles klar. Und der ist mal cool. Den müssen wir versuchen zu schnappen. Kämpft er jetzt gegen die Wildschweine oder kämpft alles gegen uns jetzt hier? Eine Wildschwein hängt hier drin fest. Okay, das haben wir. Kommen wir da rein mit dem Hirsch? Nee, das Geweih ist zu groß. Kämpfen die gegeneinander oder wo sind die jetzt hier? Ich glaube, dann wäre das Wildschwein aber auch schon tot, wenn die kämpfen würden. Nee, das Wildschwein ist noch da. Der ist weg. Wo ist der hin? Nehmen das Wildschwein auf jeden Fall nochmal mit hier. Ist der runtergefallen? Okay, Wildschwein haben wir. Wo ist denn der hin? Fuak, hast du hier so ein...
riesigen Dino gesehen mit einer Blume auf dem Kopf. Der ist weg. Und wie kann der weg sein, Leute? Nee, der ist wirklich weg. Aber die Schweine können den nicht besiegt haben. Oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Der war Level 17. Wir haben. Die Schweine waren Level 3 und was? Level 6? Da ist er! Nee. Doch, da ist er. Und er ist wieder komplett geheilt. Wieso sind der wieder voll. Oh. Oh, oh. Das hat wehgetan. Powerschuss. Das hat ein bisschen mehr Schaden wieder gemacht. Können wir den nicht so weit weglocken? Dreht er dann um und dann hat, ist er gleich wieder voll geheilt, wenn er weggelaufen ist. Oh, jetzt macht er wieder den. Aufpassen. Powerschuss nochmal. Okay, es geht aber doch. Noch ein Powerschuss. Kann's, nee, kann er nicht nochmal. Doch. Okay, noch ein bisschen. Dann riskiere ich, eine Sphäre zu werfen. Weg. Jetzt. 3% Chance. Okay. Aber wir haben unser Fanggeschick gesteigert. Mal sehen. Nee. Aber wir haben genug Sphären dabei. Sollte klappen. Komm her. Ist das ein cooles Vieh, Leute. Wir hatten da gerade so komisch gelacht. Habt ihr das gehört? Da war gerade so ein ganz komisches... Ich würde fast sagen Joker-Lachen. Oder wie von so einem Lachsack. Hä? Was war das? Was hat er gelacht? Irgendwas hat er gelacht, Leute. Oder... Ich hoffe, man hat es gehört. Es war nur ganz leise. Ich hoffe, man hört das auch im Video. Und ich habe es nur auf den Kopfhörern gehört habe. Oh, wie schön da unten aber auch die Fläche ist. Aber nee, ich will hier in dem Gebiet was suchen. Weil hier finde ich, das finde das so schön hier. Mit den andersfarbigen Bäumen und auch mit dem roten Boden. Richtig schön. Okay, wie cool. Wir haben das, ein Wilderer. Irgendwo da unten. Aber wir gehen das mal hier oben weiter. Liftmunks haben wir hier noch jede Menge. Krimis. Ah, wie cool. Was für ein cooles Tier. Ich will aber eigentlich nicht ins Paldex gucken. Wir müssen das angucken, wenn wir zu Hause dann sind. Hier, warte mal, da vorne. Nee, das ist... Ist das hier? Nee, das ist... Quack, quack. Ist das ein Wegpunkt, den wir schon hatten? Ja, den müssen wir haben. Da will ich hin. Oder eigentlich will ich da auch mal gucken, was das ist. Lass uns da mal ein Stück rüber. Können wir es von hier oben vielleicht schon sehen? Oh ja, guck mal, da unten. Oh, hier. Cool, eine Liftmark-Statue. Nehmen wir natürlich mit. Da unten, Leute. Da ist noch mehr von den kleinen Elektroviechern. Nein, du sollst nicht schießen. Ich wollte absteigen. Komm mal her. Einmal runter da. Oh, ich finde das super schön hier. Da ist ein Dungeon. Waren wir auch noch nicht in einem drin, ne? Oh, ich wollte sagen, können wir auf die Bäume? Nee, schade. Das wäre cool gewesen. Lass mal hier gucken. Das gefällt mir. Ja, das ist alles schön eben. Guck mal. Autsch. Sparkit, die kennen wir schon. Liftmunks kennen wir auch. Oh, richtig schön. Auch mit dem Felsen da im Hintergrund. Hier, Leute. Und alles eben. Hier ziehen wir her. Sobald ich genau weiß, wie es funktionieren soll. Ob wir die Perlbox abreißen können. Oder ob wir es irgendwie anders machen, dass wir hierher kommen. Aber hier will ich herziehen. Hier können wir uns richtig schön aufbauen. Weil wenn man jetzt auch noch Weizenfelder bauen kann und eine Mühle und wer weiß, was noch kommt, dann brauchen wir mehr Platz. Und außerdem will ich ein großes Gebäude haben, in dem wir unsere Pels mit drin haben, dass die Perlbetten im Gebäude drin sind. Entweder machen wir einfach ein ganz großes Gebäude, was wir irgendwie so ein bisschen in der Mitte abteilen. Oder wir machen es wie... Weil das schon in vielen Survival-Spielen bei uns gemacht haben, dass wir irgendwie unten so eine Art Werkstattbereich machen, wo eben auch die Pads und der ganze Arbeitskram drinsteht und oben drüber was zum Wohnen oder so. Aber ich will das alles irgendwie in einem Gebäude haben und nicht einfach nur so draußen. Die Pads sollen auch ein bisschen drin sein. Das heißt, wir brauchen eine große Tür und ein hohes Dach, dass die auch alle reinpassen. Das Größte, was wir gesehen haben, ist das Marmorest, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir das ungefähr so bauen, dass ein Marmorest reinpasst, sollte auch alles andere reinpassen. Aber wie cool. Hier kommen wir her, Leute. Hier ziehen wir her. Hier finde ich es richtig schön. Viel Holz, viermal Stein. Das wir dann vielleicht auch so machen, dass wir was von dem Stein in dem Radius mit drin haben. Auf jeden Fall, dass die auch nochmal extra da noch Stein abbauen können, weil da kriegen wir auch noch ein bisschen Erz und Palium mit raus. Bei dem Steinbruch glaube ich nicht wirklich, den wir selber bauen können. Aber bei diesen Steinvorkommen. Cool. Hier,
Und guck mal, wir haben sogar über uns so eine Felsspitze, sehe ich jetzt erst. Und hier an den Seiten direkt auch nochmal. Sehr cool. Hier werden wir sowas von... Komm her, sowas von herziehen. Sobald ich weiß, wie es funktioniert. Vielleicht müssen wir das Lager auch nochmal aufwerten. Wir müssen ja... Was mussten wir bauen? Weiß ich nicht mehr. Habe ich schon wieder vergessen, Leute. Aber irgendwas hat uns noch gefehlt. Ach ja, eine Kühlbox brauchten wir und... Irgendwas noch. Auf jeden Fall können wir beides, glaube ich, schon bauen. Oder konnten beides schon bauen. Können beides bauen. Ihr wisst Bescheid. Da oben ist eine Truhe. Was ich meine. Hops, rauf hier. Holen wir. Und da oben ist nochmal ein Ei, glaube ich. Ja, da ist ein Ei. Holen wir auch. Palsphäre, nochmal Goldmünzen. Oh, vielleicht sollten wir mal beim Palhändler vorbeischauen. Da haben wir ja auch einen Wegpunkt in der Stadt. Kleines Dorf. Vielleicht können wir... Oh, cool. Guck mal hier die Aussicht. Da drüben ist das kleine Dorf doch. Oder nee, Moment, das ist das Wildererlager gegenüber der Brücke. Und da ist das kleine Dorf. Das heißt, da ist wieder ein Wildererlager. Da haben wir die Feuerziege geholt. Oh, vielleicht haben die da oben immer richtig coole Pelz in dem Lager. Hm, da müssen wir wieder hin. Lass mal kurz absteigen. Zack, komm her. Aber nicht jetzt, ihr Lieben. Und ich meine, die... Oh, hier ist auch ein... Schöner Platz, aber ich will da drüben hin. Da ist richtig schön. Da haben wir zwar kein Wasser in. Wir haben kein Wasser in der Nähe da, ne? Doch, da ist ein bisschen Wasser. Da haben wir auch Wasser, Leute. Wo wir brauchen ja kein Wasser wirklich. Es klappt alles so mit den Wasserpels. Okay, ihr Lieben. Auf geht's. Einmal runter hier, dann zurück nach Hause. Und dann müssen wir zum Ende dieser Folge kommen. Es kann nicht jede Folge so eine fast eine Stunde ran XL-Folge werden. Aber wir sind ja schon wieder ziemlich gut dabei mit über 40 Minuten mit der Folgenlänge. Leider konnten wir Griswold nicht fangen, aber wir haben zumindest den Bosskampf gewonnen. Und das eigentlich diesmal sogar relativ einfach mit dem Dreischussbogen und mit zwei Chillits. Deswegen werden wir das nochmal versuchen, dass wir den auf jeden Fall gefangen kriegen. Einmal zurück zum Lager. So, kurz nochmal gucken. Wir haben noch was mitgebracht. Wir haben noch mitgebracht, nämlich den hier. Dino Dinossum kann zweifach Saat und zweifach Holz fällen. Wird unseren Hirsch ersetzen. Zack. Sehr cool. Da ist sie. Oh, das ist auch so ein cooles Tier. Bist du gut. Geht gleich Holz. Oh, guck mal, wir haben schon wieder 400 Holz im Vorrat. Hier, die kommen gar nicht hinterher, das abzubauen. Der ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Super Perl. Und vor allem Level 17, ne? Okay, ihr Lieben. Wir müssen zum Ende kommen. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Nightwing! Wir müssen die Folge nochmal gerade eben ein Stück verlängern. Aus Gründen, die hier oben gerade fliegen. Weil wir haben noch keinen einzigen Vogel. Und das muss einer der ersten Flieger sein, wenn der hier rumfliegt. Wir haben ihn da schon öfter gesehen. Deswegen müssen wir den jetzt ganz akut fangen. Hier kommt runter. Das ist au, nett. Ich hätte mal ausweichen können. Wir machen aber nicht viel Schaden an dem. Warte, jetzt macht er wieder seinen Anflug hier. Der ist richtig gefährlich. Damit hat er uns schon einmal umgehauen. Ah, okay. Den Schuss. Was macht er jetzt? Schießen, okay. Wieder schießen. Macht er immer erst den Wirbelsturm, bevor er losfliegt? Das wäre gut zum Erkennen. Warte, den sollten wir jetzt kriegen. Nein, wirf drauf auf das Tier, nicht daneben. Oh nein, er macht wieder den, ja, weg von dem Flug. Okay, wo ist er? Da ist er. Jetzt treffen wir ihn nochmal. Ja, sehr schön. Oh, wie cool. Nein, nochmal drauf. Wir haben ein erstes Flugtier dann. Hoffentlich, gleich. Ganz schön hartnäckig. Komm schon. Ja. Nee. Brauchen wir wirklich eine Megasphäre für den jetzt? Oder? Oder? Nee, sieht gut aus. Ja! Nightwing! Wie cool. Verschleppt neugeborene Pals in sein Nest und zieht sie dort auf. Wenn sie Zeit ist, reif ist, werden sie gefressen. Die Beschreibung hatten wir schon mal, aber wir haben noch nie einen gefangen. Die Beschreibung kenne ich, aber die kommt mir bekannt vor. Okay, wie cool. Technologie. Für welches Tier können wir was lernen? Und wann? Und was kostet es? So, hier. Oh, guck mal, für die kann man auch sowas lernen, für den Rochen. Wo ist der Nightwing? Da, Level 15. Wir haben alles, was wir brauchen, um den bauen zu können. Wir haben keine Punkte mehr. Nightwing-Sattel.
Jetzt schlafen alle Tierchen, außer hier unsere Wolke, die ist unterwegs, ne? Die ist genauso nachtaktiv wie der Puzzle Bubble Dragon. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist der Sattel? Wo ist er? Da, Nightwing-Sattel. Bauen. Sofort. Wie cool, den bauen wir jetzt noch. Okay, Leute, wird doch wieder eine 50-Minuten-Folge. Wenn ich das so sehe, dann brauchen wir allein jetzt die nächsten 5 Minuten, um den Sattel fertig zu bauen. Wir haben auch noch Hunger. Haben wir schon wieder ein Level-Up zufällig? Können wir nochmal Arbeitstempo steigern? Nee, schade eigentlich. So. Wie soll es sich reparieren? Du sollst hier weiterhelfen, damit es vorwärts geht. Oh Mann, der braucht ja noch länger als der Hirschsattel. Aber na klar, für ein erstes Flugtier, ne, das lohnt sich auch noch richtig. Ah, wie gut. Haben wir den auch noch gekriegt? Sagst du dazu? Die sind einfach super, Leute. Davon brauchen wir auch noch einfach mehr. Einfach nur, um noch mehr davon zu haben. Ich weiß nicht, wie viele Perls in so eine Perlbox reinpassen, aber ich hoffe genug. Oh, das nächste Ei ist ausgebrütet und wir haben auch noch wieder ein Wasserei gerade geholt. Ein Wassereis. Können wir gleich wieder mal gucken, was wir noch für ein Elektroperl kriegen und das nächste Wasserei gleich wieder reintun. Nein! Nein! Hier geblieben! Kannst jetzt nicht weggehen. Haben wir einen Handwerker dabei? Kannst du handwerken? Hä? Handwerk? Hä? Hallo? Hallo? Nee, er sieht nicht so aus, wenn er irgendwas kann. Außer da stehen. Der hat einfach einen Blick drauf. Richtig gut. Okay, da bist du wieder. Sehr schön. Machen wir weiter. Was hast du gemacht? Kurz was gegessen? Alles klar. Kannst du ruhig machen. Wenn du mal hungrig bist, ist ruhig was. Apropos hungrig. Haben wir was gegessen? Ja, wir haben was gegessen. Dem Hirsch nochmal was. Guck mal, jetzt ist schon Level 10. Unser Drache. Den müssen wir auch aus. Den nehmen wir zum nächsten Kampf gegen Grisbord. Nehmen wir den mit. Testen den auch mal aus. Bis dahin ist das Level gut genug. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir nochmal zu Grisbord am Anfang gleich. Probieren das nochmal. Und dann diesmal fangen wir ihn. Aber am Ende, der hatte doch mehrere hundert Leben und plötzlich lag er am Boden. Da habe ich nicht mit gerechnet. Nächstes packe ich, glaube ich, das letzte Perl ein, wenn der bei 200 oder 300 Leben ist. Oder vielleicht sogar bei 800. Dann packen wir das letzte Perl ein. Obwohl 800 ist ein bisschen viel. Sagen wir, wenn er bei 500 Leben ist oder so, packen wir das letzte Perl ein und schießen nur noch mit dem Bogen. Und dann, wenn er irgendwie bei 200 Leben ist, ab da testen wir mal mit den ersten normalen Bällen, den einzufangen. Mal sehen, wie die Chancen dann sind. Und dann, wenn ich schieße, mal ihn weiter runter. Ganz langsamer mit dem Bogen dann. So, gleich geschafft, Leute. Erster Flugsattel. Also wie er so ein bisschen hinter uns über die Schulter rüber wegarbeitet. Und auch wie die, das sieht so toll aus, wie das gemacht ist hier mit denen, wie die Frisur von dem Glänz von unserem Wolkenschaf. So, sehr schön. Wir haben den Sattel. So, jetzt müssen wir nur noch einmal kurz testen, wie das aussieht. Du kommst ja wieder hier rein. Achso, haben wir für den, haben wir gesehen. Achso, nee, den. Lass den mal da erstmal kurz. Wo ist der? Da ist er. Nightwing. Sehr cool. Haben wir eigentlich geguckt, ob wir für den Toko-Toko auch was bauen können? Oder lernen können? Nee, lass uns mal kurz gucken. Weil die müssen wir ja auch irgendwie dann benutzen können. Toko-Toko. Toko-Toko-Handschuhe. Da sind sie. Haben wir aber keine Punkte mehr. Aber man kann, alles klar, man kann für den, aber kann man den auch benutzen, wahrscheinlich wie den Fuchs, nur eben, dass er keine Flammen, sondern dass er eben explosive Eier verschießt. Super. So, jetzt gucken wir auch noch hier rein und dann haben wir es aber geschafft, Leute. Dann sind wir wieder bei, naja, nee, noch, wir sind noch unter 50 Minuten. Wir haben ein Desi ausgebrütet. Ist oft nett zu einsamen Pelz. Sobald sich einer davon aber fälschlicherweise mehr ausmalt, klärt sie das Missverständnis mit einem gezielten Blitzschlag. Alles klar? Sehr cool. So, wie warte, wir haben ja ein Wasserei dabei. Wir haben ja noch ein Wasserei dabei. Wieder viel Verwirrung heute, aber auch viel geklappt. So, Wasserei brütet. Das ist ja gar kein normales Wasserei. Feuchtes Jumbo-Ei steht da. Halbe Stunde. Oh, das ist was Besonderes, Leute. Wie cool. Habe ich beim Aufsammeln gar nicht gelesen. Was steigern wir jetzt? Ruhig nochmal Arbeitstempo. Ja. Oh, wie cool. Das gucken wir uns in der nächsten Folge sofort zum Anfang erstmal an, was da drin ist im Jumbo-Ei. Okay, Lieben,
Jetzt aber. Wie immer viel. Wir sind noch nicht geflogen. Wir sind noch nicht geflogen. Wir sind noch nicht geflogen. Wir kriegen das heute noch hin. So, alles klar. Ah, wie gut. Höhe gewinnen, Leertaste sinken. Ausweichen ist sinken. Daumen. Ja. Oh. Oh, wie gut. Okay, steigen kostet aber ordentlich Ausdauer. Und fliegen geht so. Wir können aber natürlich auch ein bisschen schneller fliegen, dann geht es schneller runter, ne? Oh, wie cool, Leute. Wir können die Karte jetzt aus der Luft erkunden. Man kann zwar nicht super weit fliegen, aber okay. Wie cool, Leute. Wirbelsturm, Luftkanone kann er. Okay, das ist dasselbe, was das Lama auch kann, eine Luftkanone. Und dann... Oh, der sieht cool aus. Und dann fliegt er auch noch hinterher. Wie gut, das ist also ein Angriff in einem, das mit dem Schießen und dem hinterherfliegen. Mega. Mega gut, Leute. Okay, dann aber jetzt, ihr Lieben. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.